Seit 30 Jahren gibt es die DB Plus. Vor 30 Jahren war Luftdichtung nicht so ein großes Thema. Das ist heutzutage natürlich anders. Jan, du bist Zimmermeister. In deiner Ausbildung war Luftdichtung schon Pflicht, oder? Das ist richtig, genau. Bei uns in der Ausbildung ist Luftdichtheit ein Kernthema und ist auch heutzutage nicht mehr wegzudenken. Anders war es ja eher, der Holger war fast von Anfang an dabei. Wie war denn deine erste Erfahrung mit der DB Plus und vor allem die DB Plus zu erklären? Wir waren damals sehr missionarisch tätig und die meisten haben uns für irre gehalten. Das ist einfach die Realität. Also es wurde nicht besonders ernst genommen und es hat eine ganze Zeit gedauert. Jan, kannst du dir noch vorstellen, ohne Luftdichtheit zu bauen? Nein, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und das beste Beispiel sind ja Sanierungen an Gebäuden, die ohne Luftdichtung nicht funktioniert haben. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, in einer Zeit aufzuwachsen mit Internet und mit Luftdichtung. Was sind eure Erfahrungen mit Luftdichtung? Und wenn ihr die DB Plus kennt, dann schreibt uns doch eure Anekdoten zu DB Plus in die Kommentare oder per Mail an redaktion@proklima.de. Vergesst nicht, unseren Newsletter zu aktivieren. Und folgt uns auch auf den sozialen Medien.